Ich bin nun eigentlich wirklich kein Let's Player, eher so ein zockender Schreiberling. Spielen und gleichzeitig kommentieren verträgt sich bei mir nicht. Das daraus entstehende Gestammel kann ich kaum jemandem zumuten. Als leicht abgewandelte Variante versuche ich mich jetzt mal an einem Skylines-Tagebuch, das ich nachträglich kommentiere. Die größte Neuerung ist für mich die Modifikation Traffic Manager, mit der ich detailliert Einfluss auf Ampelschaltungen und Kreuzungen nehmen kann. Zudem lässt sich die No-Despawn-Funktion einschalten, ohne die ich hier kein Spiel bestreiten möchte. Die genaue Funktionsweise der Mod gibt's während dieser Videoreihe per Learning by Doing zu sehen. Wer sich eine Liste der Mods ansehen will, die ich in meinen Spielen verwende, für den habe ich gemeinsam mit einem Freund eine Aufstellung im Lexikon meiner Gilde hinterlegt. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Eine kleine Warnung zu Beginn. Was ihr seht, ist das komplette Spiel, inklusive meiner Nachdenkphasen und jedem einzelnen Fehlerteufel bei Bau und Planung. Nur damit sich nachher keiner darüber beschwert, warum das hier nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Den Kreisverkehr brauche ich in XXL, da kommen nämlich später noch jede Menge weitere Straßen rein. Das Layout meiner Wohngegend entspricht dem Layout, das ich auch in meinen Hilfevideos 2 und 3 aufgebaut habe. Allerdings werde ich diesmal nicht die Hardcore-Variante spielen und weniger Einbahnstraßen nutzen. Die einzelnen Wohnviertel baue ich so, wie es sich für mich bewährt hat, als Kuchenstücke mit bogenförmigen Straßen. Für den späteren Spielverlauf habe ich allerdings noch andere Wohnviertel geplant. Wasserpumpe und Abwasser kommen fein säuberlich hintereinander an den Fluss. Die Stromversorgung wird durch zwei Turbinen garantiert.
Zitat von den Ärzten: Im Rohr verlegen bin ich King. Sehr praktisch, der Stromübertragungsbereich der Turbinen ist ziemlich groß und ich kann auf Strommasten verzichten. Die Lärmbelastung ist mir erstmal egal, sollen sich die Leute halt schicke Schallschutzkopfhörer kaufen. Die Wohnungszonen male ich zuerst in Richtung Kreisverkehr, damit die vorerst unten anzusiedelnden Gewerbegebiete auch direkt Strom bekommen. Außerdem kommt das Industriegebiet für eine Weile direkt unterhalb der Geschäfte und die Fabriken brauchen schließlich auch Energie. Das für die Stromübertragung zuständige Geschäft will aber nicht so richtig. Da muss ich nachhelfen. Den Bedarf für Geschäfte erhöhe ich übrigens durch das Ausweisen von mehr Wohngebieten. Dieses Spiel hier heißt, wer hält länger durch? Gewonnen. Dieser Meilenstein bedeutet unter anderem Müllproduktion. Also her mit der Deponie. Zusätzlich wird jetzt nach Ärzten verlangt.
Die Servicegebäude kommen erstmal an eine eigene kleine Straße. Über den Traffic Manager bekommt die Servicestraße Vorfahrt, indem man die entsprechenden Verkehrszeichen zuweist. Aber wie so oft schlägt der Vorführeffekt zu und will partout keinen Krankenwagen die neue Vorfahrtsregelung demonstrieren lassen. Ich kann aber so viel sagen, das funktioniert ziemlich gut. Das Gemecker über zu wenig Strom regle ich mal ganz humorlos über eine saftige Budgeterhöhung. Okay, nächstes Viertel. An Kreisverkehren gibt es immer bestimmte Punkte, an denen neue Straßen einrasten. Das ist ganz praktisch zu wissen, wenn man einigermaßen symmetrisch bauen will. Und wieder das Kuchenstück unterteilen. Funktioniert aber von dieser Seite nicht so gut. Ich habe den Start dieser Karte übrigens mehrfach neu machen müssen, weil ich jedes Mal die Wasser- und Stromversorgung von neuen Vierteln vergessen habe.
Wenn man in so einer Situation keine Kohle mehr hat, sitzt man ganz zügig buchstäblich auf dem Trockenen. Was denkt er denn so lange? Naja, vielleicht war ich gerade Kaffee holen. Wahrscheinlicher ist aber, dass ich darüber nachdenke, wie ich die Industrie am besten von rechts nach links verlege. Wow, so einfach geht das. Rohre, überall Rohre. Fun Fact. Wenn die Telekom ihre Leitungen auch so schnell und gekonnt verlegen würde, wäre Deutschland kein Breitbandentwicklungsland. Und wieder geht der Stadt der Saft aus. Ich probier's mal mit Ignorieren. Mist, das lässt sich nicht aussitzen. Also Kohlekraftwerk bauen. Mist zum Quadrat. Ich hab keine, Achtung Wortspiel, Kohle mehr. Der Meilenstein und die damit verbundene Finanzspritze kommt genau im richtigen Moment. Das war natürlich geplant. Jetzt kann auch das Budget wieder runtergefahren werden. Wie weit sieht man daran, ab wann die Häuser anfangen zu jammern? Next. Die Stadt braucht mehr. Frag nicht, wie ich heiße, denn das weißt du schon. Genau, Konsum. Da ziehe ich die bestehenden Geschäfte gleich mit um.
Absolut gar nichts erinnert einen so unnachahmlich charmant an den Bedarf nach einer Feuerwehr wie ein brennendes Haus. Und natürlich fehlt wieder das Geld. Aber wofür gibt's hier Banken? Hier fließt das Geld ganz ohne willkürliche Schufa-Ratings. Ob die neue Feuerwehr es noch rechtzeitig zur Fabrikfackel schafft? Nö. Immerhin haben die ersten Löschzüge Jungfernfahrt gefeiert. Der Schutthaufen wird von der Mod Automatic Bulldoze terminiert. Einen Link zu meiner Mod-Empfehlungsliste findet ihr wie schon gesagt in der Beschreibung. Die Stadtreinigung macht die Gewerbereste weg, das Rathaus weist neue Wohnungen zu. Das erste komplett fertige Viertel steht.